Hallo und herzlich willkommen zur Barbecue Schwabe. Heute mache ich Kartoffel, Spargel und Hollandaise. Wie du das Ganze nachmachen kannst, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei. Das sind die Zutaten, die ihr fürs heutige Video braucht. Natürlich Spargel, dann etwas Spargelfond. Den könnt ihr ganz einfach selber machen, indem ihr die Schalen vom Spargel mit etwas Wasser eine halbe Stunde aufkocht, dann Butter, als Beilage die Kartoffeln. Dann für die Weißweinreduktion brauchen wir frischen Estragon, Pfefferkörner, Lorbeerblätter, Weißwein und etwas Estragonessig, frische Schalotten. Und später, um die Soße fertig zu machen, benötigt ihr geklärte Butter oder Butterschmalz und Eigelb. Ich fange an mit der Weißweinreduktion, dafür schneide ich die Schalotten in kleine Stücke. Gib das Ganze dann in einen Topf. Dann gebe ich den Weißwein dazu, den Estragonessig. Die Lorbeerblätter und die Pfefferkörner. Und zum Schluss den Estragon, den vorher mit der Hand ein bisschen klein drücken oder zerdrücken. So sieht das Ganze jetzt aus. Und so gebe ich das jetzt auf meinen kleinen Gaskocher und reduziere das um die Hälfte ein. Solange die Weißweinreduktion reduziert, heize ich den Grill auf 200 Grad vor. Und dann kümmern wir uns um den Spargel und um die Kartoffeln. Die Kartoffeln einfach schälen. Dann gebe ich hier ein bisschen Butter dazu. Etwas von dem Spargelfond. Ein bisschen Salz drüber. Und dann decke ich das Ganze mit Alufolie ab. Und das Gleiche mache ich jetzt auch mit dem Spargel. Hier schauen, dass die Spitzen alle auf einer Höhe sind und dann hinten ein Stück abschneiden, weil das Endstück ist oft holzig und ausgetrocknet. Dann mache ich hier dasselbe wie bei den Kartoffeln. Ich gebe Butter dazu, etwas Spargelfond. Und Salz. Der Grill hat die 200 Grad jetzt erreicht. Jetzt gebe ich die Kartoffeln rein. Und circa nach 20 Minuten gebe ich den Spargel dann dazu. Nach 10 Minuten ist die Reduktion auf die Hälfte einreduziert. Ich nehme das jetzt runter und siebe es durch. So sieht die Reduktion jetzt nach circa 10 Minuten aus. Es ist um die Hälfte einreduziert. Und das Ganze siebe ich jetzt einmal durch. Und das ist das, was wir wollten, die fertige Weißweinreduktion. Das gibt die Basis für die Sauce Hollandaise. Ich erwärme jetzt noch die geklärte Butter. Die sollte natürlich flüssig sein und etwas auf Temperatur, wenn wir sie nachher für die Soße benötigen. Nach 20 Minuten gebe ich jetzt auch den Spargel dazu. Solange der Spargel gart, kümmere ich mich um die Sauce Hollandaise. Dazu brauchen wir einen Topf mit Wasser, den erhitze ich. Dann hier so einen Kessel. Oder eine Schüssel geht natürlich auch. Hier mache ich jetzt die Reduktion rein. Dann etwas Salz dazu. Ein bisschen Pfeffer. Eigelb. Die Butter habe ich ja vorher schon aufgelöst. Die hat Körpertemperatur. Dann mache ich auf den Topf mit dem kochenden Wasser meine Schüssel, beziehungsweise in meinem Fall den Kessel, und schlage das auf. Hierbei muss man aufpassen, ich würde euch empfehlen, hierbei einen nicht zu großen Topf zu nehmen, da sonst die Wärmefläche zu groß ist und das Eigelb schneller stocken könnte.
hier immer wieder die Temperatur checken. Es soll ja nicht zu heiß sein, weil sonst das Eigelb stockt. Wenn die Konsistenz ungefähr so ist, dann kann man anfangen, langsam die Butter reinlaufen zu lassen. Dabei ständig rühren. So sieht dann das Endergebnis aus. Ich mag meine Hollandaise lieber etwas fester, aber wenn ihr sie flüssiger haben wollt, dann nehmt ein bisschen Weißwein oder einen Schluck von der Reduktion und gebt es noch hinzu. Das Ganze jetzt nur noch ein bisschen abschmecken mit Salz und eventuell Pfeffer. Manche Leute machen auch Chili rein, aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Nach ca. 40 bis 50 Minuten nehme ich mal die Kartoffeln und den Spargel runter. Sehr gut zum Testen, ob was gar ist, finde ich, ist immer mit einer Nadel. Ich nehme jetzt hier mein Thermometer, weil es ja eine Nadel vorne hat. Da merkt man immer im Widerstand, ob was gar ist und wie gar es ist. Den Spargel übergieße ich nochmal mit der Flüssigkeit, die hier drin ist. Dann einfach ein paar Stangen nehmen. Bei den Kartoffeln mache ich das gleiche. Dann hier auch einfach wieder welche rausnehmen. So sieht das Endergebnis aus. Viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.